Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir wieder einen Blick zurück auf die letzte Bücherwoche und ja, diese war lesetechnisch so von der Anzahl ein bisschen geringer, weil ich ja 2 Tage ja berufliche Termine hatte, wo ich auch über Nacht weggeblieben bin sozusagen und da natürlich weniger gelesen habe und eher Podcast tatsächlich dann unterwegs gehört habe, gerade im Hotel. Dann abends so ein bisschen zum Einschlafen und ja, da war das eigentlich dann auch ganz angenehm. Zudem wurde ich so ein bisschen kränklich ab ja Dienstag, Mittwoch, habe mich aber dann doch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, durch diese 2 Tage gequält. Der Freitag war schon ziemlich heftig, da wollte ich auch wirklich am liebsten einfach im Bett bleiben, aber ja, was muss, das muss. Am Wochenende hatten wir dann herrlichsten Sonnenschein und ich habe so gedacht, okay, dank Ingwer, es geht so ein bisschen aufwärts, also mich hat es komplett so in der Halsregion erwischt. Heute am Montag war ich auch im Büro und es ging eigentlich ganz gut, aber ich habe wirklich so ab ja, späten Mittag gemerkt, oh, irgendwas, ja, irgendwas ist da noch in einem. Das merkt man ja so ein bisschen. Ich muss mal gucken, wie es mir morgen geht. Und ja, weil so richtig kuriert ist es natürlich noch nicht. Ne? Also ich merke wirklich so die Mandeln und ich merke es auch so ein bisschen tiefer. Ich merke es auch in der Stimme, dass die so ein bisschen krächzig immer mal ist. Und ich merke es halt besonders nachts mit dem Luftholen, dass da irgendwie gefühlt nicht genügend Luft bei mir ankommt. Und ja, vielleicht ja, muss ich dann doch einfach mal zum Arzt gehen und mir irgendwas verschreiben lassen. Wenn so die typischen Hausmittel wie Ingwer und Honig und heiße Zitrone und ich habe einen Thymian und Salbeitee da und eigentlich klappt das manchmal ganz gut, aber ich glaube, seit meiner letzten Mandelentzündung, wo auch der Kehlkopf betroffen war, wo ich ja auch zum Notdienst gegangen bin, da ist irgendwas so noch nicht richtig weg. Ich weiß auch nicht. Vielleicht braucht es jetzt auch einfach mal einen Sommer. Ja, durch diese 2 Tage ist natürlich lesetechnisch nicht ganz so viel passiert. Insgesamt habe ich aber 3 Bücher in dieser Woche gelesen und ich habe auch ein bisschen ja, Sherlock zu Ende geguckt, die 4. Staffel, dazu aber dann auf jeden Fall ein bisschen mehr. So, 3 Bücher, wir starten mit dem ersten Buch und zwar ist das Konklave von Robert Harris. Wir wollen ja in diesem Jahr ein paar Bücher von Robert Harris gemeinsam lesen. Die Lesegruppe findet ihr auch unten und das war sozusagen der Start in diesem Jahr. Das war das Buch, was die meisten Stimmen hatte und das habe ich in dieser Woche gelesen. Dann habe ich von Madeline Miller das Lied des Achill gelesen. Das hatte ich mir ja besorgt, nachdem ich von Die Frauen von Troja so angefixt war mit Troja und Achilles. Und ja, da war ich hier ja auch so das Gefühl hat, ja, das ist nochmal eine andere Erzählweise, ein anderer Blick auf die Dinge, weil es wird ja von Patroklos erzählt und ja, hat mich sehr angesprochen, durfte, glaube ich, dann auch im Januar einziehen. Und wurde jetzt gelesen. Und am Wochenende bei strahlendem Sonnenschein habe ich dann von Hermine Stellmacher Cottage mit Kater gehört. Ja, das habe ich wirklich so am Wochenende weggehört. Draußen sitzen, mit Decke eingemummelt in der Sonne, war das wirklich ein absoluter Hörgenuss. War eher eine Zufallsempfehlung von einer Freundin, wurde mir auch von ihr ausgeliehen als Hörbuch. Hatte irgendwie gar keine Erwartung und das kann ich sagen, es ist überraschenderweise ein absolutes Highlight geworden. Und ja, hat mich selbst ganz überrascht und aber so ist das manchmal, ne? Aber wir starten wie immer chronologisch mit dem ersten Buch und zwar von Robert Harris, Konklave, beziehungsweise wie meine Freundin sagte, oh, lass uns gemeinsam Conclave lesen. Da musste ich sehr schmunzeln und sagte mir, könnte das im Englischen tatsächlich so heißen? Wer weiß, es wird ja wahrscheinlich was Lateinisches sein, von daher, ich bin jetzt überfragt. Ja, Robert Harris, wir wollen in diesem Jahr ein paar Bücher von ihm lesen, ähnlich wie wir es mit Dan Simmons gemacht haben, so alle, ja, 3-4 Monate, so 3-4 Harris eben im Jahr, die man eben vielleicht so auf dem Sub hat oder die auf der Wunschliste stehen. Und als erstes wurde Konklave ausgewählt in der Umfrage und wir haben hier ja ein freies Lesen, ähnlich wie bei Harry Potter und Herr der Ringe, wo wir nicht auf den Tag genau miteinander lesen, sondern man hat einen ganzen Monat Zeit, das Buch zu lesen. Es hat trotzdem Abschnitte und nach dem gelesenen Abschnitt tauscht man sich über diesen Abschnitt aus. Dabei ist es ganz egal, ob man 3 Abschnitte am Tag liest oder 3 Tage für einen braucht. Man trifft sich dann eben zum Austausch über einen Abschnitt. Und ja, so habe ich Konklave jetzt auch in dieser Woche gelesen. Wie es der Titel unschwer erraten lässt, geht es natürlich um das Konklave, um die Wahl des Papstes.
Wir treffen hier direkt ein, als der aktuelle Papst gestorben ist und sind relativ schnell bei den Intrigen am Hofe sozusagen dabei und wie um den Heiligen Stuhl auch gebuhlt wird. Wir treffen auf Kardinal Lomeli, der in einer doch recht tiefen Glaubenskrise steckt und der als Dekan das Konklave auch leitet. Ich dachte sogar immer, dass der das leitet, gar nicht gewählt werden darf, aber scheinbar ist das hier egal, denn auch unser Kardinal Lomeli steht auf der Wahlliste. Es gibt 117 Kardinäle, die aus aller Welt eingeflogen werden und dabei ist wirklich mit aller Welt gemeint. Zudem gibt es zwei, drei doch recht unklare Dinge im Hintergrund, die passiert sind, dass wir hier zum Beispiel einen Kardinal haben aus Bagdad, der ganz überraschend vom Papst noch zum Kardinal kurz vor seinem Tod ernannt wurde. Es gibt aber auch Gerüchte, dass es einem anderen Kardinal abgesprochen wurde, Kardinal zu sein im letzten Essen mit dem Papst, was aber irgendwie nicht so richtig belegbar ist, weil der Bericht fehlt. Und dann taucht auch irgendwann noch eine Frau mit Kind auf, die auch noch so ein bisschen an den heiligen Kardinälen sozusagen rüttelt. Und das sind natürlich so ein bisschen Nebenschauplätze. Der Hauptschauplatz in diesem Buch ist die Papstwahl. Und wir erfahren relativ viel darüber, wie das vonstatten geht. Und haben aber natürlich auch so ein bisschen die Machtideen und Gedanken der Kardinäle, wie es so dahinter stecken könnte. Und was eben so überhaupt dahinter steckt zwischen diesen Nebenschauplätzen, wie die alles zu einem machen, wer am Ende zum Papst gewählt wird. Und was wir alles so an Aufklärarbeit erleben, ist alles in diesem gar nicht mal so dicken Büchlein erzählt. Mir hat Konklave sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, Robert Harris hat einen ganz wunderbaren Schreibstil, der auf wenigen Seiten unglaublich viel erzählen kann. Es bleiben keine Fragen offen. Er schafft es für mich wirklich, das auch sehr realistisch zu erzählen. Man hat wirklich das Gefühl, das könnte sich alles so abspielen. Und wenn man sich ein bisschen schon mit dem Konklave beschäftigt hat, merkt man auch, wie gut hier wirklich recherchiert wurde. Das fand ich wirklich sehr besonders. Ich habe mich ja meine ganze Zeit lang sehr um viele Weltreligionen, sage ich mal, interessiert belesen. Habe natürlich auch die Papstwahl nicht ausgelassen. Und es waren ja auch in der kürzeren Vergangenheit so ein, zwei Papstwahlen, wo man durchaus mal was verfolgen, nachlesen, Dokumentationen schauen konnte. Und das fand ich wirklich ganz, ganz toll von Robert Harris auch rübergebracht. Der Einstieg war allerdings schon etwas holprig. Also es hat so 70, 80 Seiten gebraucht, bis man drin war. Es gab unglaublich viele Namen und Charaktere. Und man wusste zu Beginn natürlich gar nicht, oh, auf wen muss ich eigentlich achten? Welcher Name ist wichtig? Warum taucht der jetzt auf? Ist der später nochmal irgendwie vonnöten oder muss ich mir den jetzt merken? Und ich hatte dann schon überlegt, legst du dir irgendwie eine Liste an? Bin davon aber abgekommen, weil ich dann einfach drin war und man ja doch herausgefunden hat, welche Namen relevant sind. Aber das war am Anfang schon ein bisschen verwirrend, weil es auch dann so viele Begegnungen gab und dann über andere gesprochen wurde und man so dachte, war das jetzt der oder ist das der? Oder das fand ich persönlich ein bisschen schade. Allerdings hat das wirklich nachgelassen und wenn man dann mal drin war, war man absolut gefangen in dieser Geschichte. Man hat sich wirklich mitreißen lassen. Es war ein sehr bildhafter, lebendiger, moderner Schreibstil und er hat einen einfach Infos an die Hand gegeben, die tatsächlich echt sind, hat aber gleichzeitig natürlich Intrigen gesponnen und Ideen verwoben, was könnte wie sein und das in gar nicht allzu unrealistischer Manie, wie ich irgendwie fand. Ich persönlich kannte, wie gesagt, schon einige Dinge zum Konklave und fand es einfach super interessant, das eben in so einer Geschichte verwoben nochmal zu entdecken. Der Schreibstil hat mir, wie gesagt, auch unglaublich gut gefallen. Robert Harris kann schreiben. Er hat es für mich wirklich geschafft, Spannungsbögen aufzubauen und diese dann auch zu halten, diese zum Teil logisch zu verflechten. Dazu komme ich dann auf jeden Fall nochmal. Und es war einfach sehr bildhaft. Also man konnte sich die Kardinäle vorstellen, man konnte sich die Orte vorstellen. Spätestens als man zum dritten Mal durch die Sixtinische Kapelle geht, kann sich jeder an das Fresko an der Decke sozusagen entsinnen. Und ich habe dann auch nochmal nachgegoogelt und ich fand das einfach richtig, richtig toll. Das Ende war mir dann aber leider doch ein bisschen too much und auch
Ob das so logisch alles nachvollziehbar ist, war so der nächste Punkt. Also es passieren am Ende nochmal so zwei, drei Dinge, wo ich schon dachte, ha, braucht das jetzt wirklich? Das hatte so ein bisschen Beigeschmack bei mir. Und auch das Ende war für mich einfach so abstrus, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, dass ich so dachte, ach Mensch, so ein tolles Buch, bis dahin, wieso hast du es jetzt so enden lassen? Also ich konnte mit dem Ende nicht so viel anfangen. Ich kann die Message von Robert Harris nachvollziehen, warum er das hat so enden lassen, aber es hat mir deswegen nicht gefallen. Also das, er konnte mich da nicht so richtig mitnehmen, weil das Ende gefühlt auch sehr, sehr schnell gegangen ist und ja, ich da doch ein bisschen, ja, entweder mehr gebraucht hätte, um das nachvollziehen zu können, oder ich hätte mir einfach ein anderes Ende gewünscht. Alles in allem aber dennoch ein wirklich ganz, ganz tolles Buch. Jeder, der sich auch mal dem Konklave widmen möchte, würde hier bei Robert Harris definitiv nichts falsch machen. Ich denke mal, das nächste Buch werden wir so im Mai lesen. Jetzt haben wir Februar, ja, würde ich fast sagen. Und ich glaube, das zweitabgestimmte Buch war Intrige. Und ich denke, dass das auch durchaus was dann für den Mai ist, aber guckt einfach in die Gruppe, ihr findet es unten in der Infobox, wie auch alle anderen Infos zu den Büchern und dann seid ihr dann in der Gruppe auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, das zweite Buch ging dann eher in eine historische Richtung und war einfach geschuldet, weil ich die Frauen von Troja ja so gefeiert hatte. Und zwar das Lied des Achill von Madeline Miller. Ich bin ein großer Fan der trojanischen Geschichte. Ich mochte die Odyssee und natürlich auch die Ias von Homer unglaublich gerne. Und jetzt kam ja im Januar, habe ich ja dann die Frauen von Troja gelesen, was mir wirklich unglaublich gut gefallen hat, was die Sicht auf den Trojanischen Krieg von zwei Frauen erzählt, die eigentlich ja die relevantesten Personen im Trojanischen Krieg waren, die im Grunde dafür verantwortlich sind, wie er gelaufen ist, von denen wir aber bei Homer nicht sehr viel gehört haben. Also sie waren Randfiguren, wo wir auch schon wussten, die sind wichtig, aber die Autorin hat hier eben diese Figuren im Grunde aufgegriffen. Und bei Das Lied des Achill haben wir auch die Geschichte des Trojanischen Krieges und erfahren aber die Geschichte aus der Sicht von Patroklos. Und jetzt werden sich viele fragen, wer ist denn das? Das ist laut Homer der beste, besondere Freund, Lehrling von Achill, also von Achilles. Wer zwischen den Zeilen bei Homer gelesen hat, hat durchaus schon mitbekommen, dass Patroklos eigentlich viel mehr war, nämlich wahrscheinlich tatsächlich auch der Liebhaber von Achilles, was jetzt natürlich alle Frauenherzen zersprengen wird. Und man das aber doch manchmal schon so ahnen konnte, denn es gibt eben auch einfach sehr viele Hinweise dafür. Aber wie es natürlich mit der Geschichte ist, der Sieger schreibt ja im Grunde die Geschichte und so hat man den Eindruck eben auch hier, dass man auch aus Achilles eben keinen Homosexuellen machen wollte, war zumindest früher auch schon immer mein Eindruck. Aber wenn man gesehen und gelesen hat und auch Dokumentation ein bisschen sich angeguckt hat, dann war eigentlich schon immer die Rede davon, dass es eben nicht nur ein freundschaftlicher Gefährte war, sondern dass die beiden viel enger zueinander standen. Und das erfahren wir jetzt im Grunde aus der Sicht von Patroklos, der einst ein Prinz war, bis er jemanden umgebracht hat und dann eben an den Hof von Achilles ja im Grunde verbannt wurde. Und er ist so ein bisschen ja unauffällig, ein bisschen zu klein geraten und auch nicht sehr muskulös. Und Achilles entscheidet sich aber dann doch durch diese gütige Art, die Patroklos eben in jungen Jahren hat, für ihn als Gefährten an. Sie freunden sich an und sie fangen dann eben auch an, miteinander zu trainieren. Achilles selbst ist ja ein Halbgott, denn seine Mutter war, soweit ich mich erinnere, ja eine Nymphe. Und man kennt ja auch so die Legenden von ihm. Und wir erfahren durch Patroklos eben auch, wie Achilles eigentlich mit seinen Vorhersagen, die für ihn gemacht wurden, eigentlich mit denen hadert und dass er das eben gar nicht so spannend und gut findet, dass er hier ein Halbgott ist und mit dieser Verantwortung auch irgendwie leben muss. Und es gibt ja auch Vorhersagen, wann im Grunde
Achilles sterben wird. Und das will er natürlich überhaupt nicht hören als junges Kind und auch als Jugendlicher. Und wir sehen in dieser Geschichte, wie wichtig die Vorhersehungen und auch die Schicksale eigentlich, die gemacht wurden, wie wichtig die auch genommen wurden. Das ging ja bei den Frauen von Troja so ein bisschen unter, was ich aber gar nicht schlimm fand, weil es in dem Kontext einfach nicht gepasst hat. Aber man spürt einfach, dass die Welt damals eine andere war. Man muss ja auch mal bedenken, wie lange das schon zurücklief. Und dann erleben wir natürlich so das Erwachsenwerden unserer zwei Protagonisten. Ich sage das jetzt einfach mal so. Und dann irgendwann starten wir natürlich auch mit dem Krieg um Troja und erfahren die Geschichte, die wir von Homer kennen. Und Madeline Miller hält sich doch sehr nah an der Vorlage von Homer, was mir einfach besonders gut gefällt, dass man nicht so ein eigenes Ding draus macht, denn es ist ja irgendwie echte Geschichte, wenn man so möchte. Es macht ja auch keinen Sinn, einen Zweiten oder einen Ersten Weltkrieg, den amerikanischen Bürgerkrieg irgendwie umzudrehen. Es gibt halt Fakten, die einfach irgendwo in unserer Geschichte feststehen. Und das macht Madeline Miller für mich auch wirklich sehr gelungen. Sie nimmt sich das ein oder andere Mal doch eine Freiheit heraus, die ich hier an mancher Stelle durchaus durchgehen lasse. An anderer Stelle dachte ich mir immer mal, okay, da ist schon die Fantasie sehr weit gesponnen. Es ist eine sehr gefühlvolle Darstellung der beiden Gefährten, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Denn man sieht eben, dass Achilles nicht einfach nur ein Halbgott war, dieser unbesiegbare, kraftprotzende Mann, sondern dass da eben auch was in ihm drinsteckt, was er für Ängste hat, was er für Gefühle hat, wo die aus ihrer Kindheit und Jugend eben auch herkommen. Und ich finde es einfach wirklich schön, dass das hier drin ausgesprochen wurde, dass diese beiden wirklich ihre Ängste und ihre Zuneigung zueinander wirklich ausgesprochen haben, sie gelebt haben, auch wenn dann, wie gesagt, doch so manchmal der historische Fakt es nicht manchmal zulässt, dass das gerade so einspielt. Und also wer Homers Ilias kennt und dieses Buch liest, der wird jetzt auch wissen, welche Momente ich so ein bisschen meine. Ich möchte aber gar nicht so spoilern oder extrem ins Detail gehen. Und ich fand das wirklich sehr schön, Achilles einfach mal aus diesen Augen zu sehen, aus Augen, die ihn wirklich lieben. Nicht, weil er ein Halbgott ist, sondern eben, weil er der Mensch ist, der er war. Es war an mancher Stelle auch ein bisschen zu kitschig. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ja, wenn dann das Geschichtliche so extrem in den Hintergrund gerät und man sich denkt, Leute, da herrscht Krieg, habt ihr nichts anderes zu tun, als in eurem Zelt über eure Gefühle zu sprechen. Ich bin da ja grundsätzlich raus. Ich mag das ja auch oft in Jugendbüchern nicht, dass wir hier eine Rebellion haben in einer Dystopie und das Mädel hat nichts anderes zu tun, wie zu duschen, sich die Haare zu machen und sich Gedanken zu machen, wann kommt ihr Liebster. Und ich denke mir, ja, also wenn wir natürlich hier nur solche Gedanken haben, wird natürlich nichts aus der Rebellion. Und so ein bisschen ging es mir hierin auch so, wo ich dachte, ach Leute, ich glaube einfach nicht, dass das so sein wird in dem Kriegslager, dass man da nichts anderes zu tun hat, als sich über seine Gefühle zu unterhalten. Und ja, dennoch fand ich es sehr spannend, eben die Geschichte. Und ja, die Geschichte von Achilles im Grunde aus den Augen von Patroklos zu sehen. Und dieses Menschliche hat mir unglaublich gut gefallen, dass das einfach greifbare Menschen waren, die sich sehr nah inspiriert gefühlt haben von den Filmen, wo auch Brad Pitt und Orlando Bloom und Eric Bana mitspielen. Man merkt, dass die Autorin den Film toll fand und die Besetzung gut fand und die Charaktere im Grunde auch hat so aussehen lassen. Ich finde das persönlich aber auch gar nicht schlimm, denn auch ich war ein absoluter Fan von Brad Pitt als Achilles, konnte tatsächlich auch mit Eric Bana als Hector leben. Leider war ich bei Paris so ein bisschen raus und auch die Darstellung im Film von Paris war nicht so mein Ding. Zudem fand ich auch, dass Orlando Bloom irgendwie nicht so richtig gewirkt hat, wie ich fand. Aber durchaus kann ich mit diesen zwei Hauptcharakteren in der Geschichte leben und auch, dass sich Madeline Miller da so ein bisschen dran gehalten hat. Das Ende hat mich dann doch sehr emotional berührt und auch tatsächlich so ein bisschen, also ich musste da schon ganz schön schlucken. Ich hatte auch das ein oder andere Tränchen in den Augen. Das Emotionale hat sich doch sehr aufgebaut. Man hat sich sehr an die Charaktere gebunden. Und es war eben doch manches Überraschendes in dieser Geschichte dabei.
für mich hat aber einfach, um es zu einem Highlight werden zu lassen, doch so ein bisschen der letzte Pfiff gefehlt. Irgendwie war es eben doch schon Bekanntes da gewesen ist. Es war an mancher Stelle ein bisschen intensiver, gefühlvoller, als es einfach Homer gemacht hat, der ja sehr wenig von Gefühlen gehalten hat, wenn man so möchte. Das hat für mich Madeline Miller wirklich großartig gemacht. Mir war es aber eben auch einfach ein bisschen zu kitschig, ein bisschen zu sehr gewollt und es hat so, dass das eigene hat so ein bisschen gefehlt. Auch wenn ich diese Sicht von Patroklos wirklich sehr gelungen fand. Also das ist schon mal eine Sicht auf die Dinge, die ich sehr spannend fand, weil eben Patroklos eigentlich ein Prinz war, verstoßen war, dann auf diesen ja göttergleichen Achilles trifft und da einfach ja sein Ich findet und sein oder sein Wir findet, wollen wir es mal eher so ausdrücken. Und trotzdem hat so ein bisschen, irgendwas hat ein bisschen gefehlt. Und wie gesagt, es war eben auch an mancher Stelle doch ein bisschen kitschig und das Historische doch ein bisschen sehr weit ausgedehnt. Es ist natürlich künstlerische Freiheit, gar keine Frage. Es war toll. Jeder, der Troja, wer sich damit gerne beschäftigt, wer da einfach mal eine andere Sicht auf die Dinge will, ist das absolut lesenswert. Auch für Leute, die alles andere so drumherum schon gelesen haben. Ich bin ja jetzt auch eine erfahrenere Troja-Leserin. Fand ich wirklich gut. Kann ich auch wirklich empfehlen. Man muss nur mit dem Kitsch zu leben wissen. Und man darf sich nicht wundern, wenn es einen am Ende ein wenig emotional berührt, was ich tatsächlich gar nicht auch erwartet hätte. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also, na, ein bisschen Gemecker ist natürlich immer, aber also gefühlt muss man immer mal so ein bisschen. Na, aber ja, das ist jetzt eben auch einfach so. Ganz anders tatsächlich beim anderen Buch. Ein überraschendes Highlight, zumindest jetzt in diesem Genre, in diesem Wohlfühlbuch-Genre. Und zwar Cottage mit Kater von Hermien Stellmacher. Eine Autorin, von der ich noch nie was gehört habe, aber ich das Hörbuch von einer Freundin ausgeliehen bekommen habe, weil ich ja eben gerne so Wohlfühlbücher höre und eben auch Geschichten mit Katzen ja immer ganz toll finde. Und ja, so habe ich jetzt irgendwie am Wochenende eher gedacht, oh, das ist von der Stundenzahl nicht sehr lange gewesen. Es hat, glaube ich, 6,5 Stunden gedauert und war so, ja, wenn du jetzt immer mal so in der Sonne sitzt, am Wochenende auch ein bisschen was eigentlich so im Haushalt machen wollte, wozu es dann doch nicht mehr so extrem kam, weil, ja, wenn man halt krank ist, na dann fehlt einem dazu ein bisschen die Energie. Und da dachte ich, ja, das ist was du so in 2 Tagen doch auch ganz gut hören kannst. Gesprochen ist es von Ulrike Hübschmann, einer Sprecherin, der ich anfangs nicht sehr viel abgewinnen konnte, so rum, die es für mich doch ein bisschen sehr übertrieben gelesen hat, was dann bei Schnelligkeit ein bisschen nervig ist, das muss ich auch ganz klar sagen. Ich mag tatsächlich eben doch eher Männerstimmen, das merke ich immer mehr, aber solche Bücher sind halt sehr oft von Frauen vertont, was jetzt gar nicht schlecht sein muss. Es ist eine ungekürzte Geschichte und ist das erste Buch einer Reihe, wo es bereits einen zweiten Teil gibt. Ich glaube, irgendwas mit Dolce Vita. Und der dritte Teil erscheint jetzt im Mai. Alle Geschichten sind eigenständig, drehen sich aber immer um, ich sag mal, schöne Orte und Katzen, wenn man so ein bisschen möchte. Wir treffen jetzt in dieser Geschichte auf die Krimi-Autorin Nora, die vor kurzem ihre Mutter an einer Krankheit verloren hat, da noch so ein bisschen drunter leidet. Zudem hat sie dann auch ihr Lebensgefährte verlassen und ja, diese beiden Schicksalsschläge, ja, lassen sie nicht so richtig los und sie kommt auch einfach in ihrem aktuellen Krimi nicht so richtig voran. Und so zieht sie zum Beenden ihres Romanes in ein Cottage im Cornwall von einem guten Freund, der gerade irgendwie in den USA unterwegs ist und sie zieht sich da zurück und möchte da ihren Krimi eigentlich beenden. Sie trifft da auf den gut aussehenden Nachbar Phil, der ja immer wieder davon erzählt, wie gut er oder wie eng er mit dem Freund von Nora verbandelt war und Nora daraus natürlich ihre Schlüsse zieht, weil sie weiß, dass ihr guter Freund eben ja auf Männer steht und dass das natürlich dann auch zu einer kleinen Verwirrung und Irrung führen kann. Das kann man nicht unbedingt erwarten, aber irgendwann merkt man, oh, hier könnte ein bisschen Chaos entstehen. Und ja, bei einem Spaziergang trifft sie auf einer Klippe sitzend einen kleinen Kater, den sie irgendwie rettet. Und eigentlich will sie gar kein Haustier und schon gar keine Katze. Und im Haus mag sie das auch nicht. Aber diese Katze, ja, gibt ihr doch ein bisschen was von dem zurück, was ihr in den letzten Monaten gefehlt hat. Und so haben wir, ja, im Grunde die Lebensgeschichte ein bisschen von Nora, die wir mit ihr aufarbeiten. Aber
natürlich auch so ein bisschen das Autorenleben, was ich mega toll erzählt fand. Wir haben ein bisschen Katzenliebe dabei und natürlich Irrungen und Wirrungen, was es so mit dem Nachbar Phil auf sich hat. Es ist ein absoluter Wohlfühlroman. Es ist jetzt nicht das spannendste und neuartigste und innovativste, was ich je gelesen habe, aber ich höre sowas immer mal wieder super gerne. Besonders wenn die Sonne scheint und man irgendwas fürs Herz braucht, dann mag ich solche Geschichten wirklich sehr gerne. Ich mag auch den sehr schönen Schreibstil der Autorin. Die hat auch diese Idee der Autorin, die schreibt dann wieder wie eine Autorin, wenn ihr versteht. Das fand ich wirklich toll. Es ist natürlich, wie gesagt, nichts Neuartiges, einer Autorin zu folgen, aber ich mochte es, wie Hermine Stellmacher das so angegangen ist, wie sie auch diese Schreibblockaden beschrieben hat, wie sie ihren Weg aus dieser Schreibblockade beschreibt, wie sie plottet und Ähnliches, was sie so ein bisschen eingebracht hat, fand ich mega spannend. Und ich mochte auch eben so die hinterläufige Lebensgeschichte von Nora mit ihrer Mutter, wie es ihr da so gegangen ist, wie auch der Verlust, sie so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, zudem natürlich auch so der Lebensgefährte, der sie verlassen hat, weil ihm das alles zu viel war. Und ich fand, dass das emotional wirklich sehr toll rübergebracht wurde. Es hat einen irgendwie bewegt, es hat einen, dieses Gefühl auch wirklich sehr, sehr gut übermittelt und es hat mir auch das alles sehr gut einfach rübergebracht. Also ich konnte mir Nora als Frau einfach sehr gut in diesem Cottage vorstellen, wie sie da berührt, um ihre Gedanken eben auch sitzt und lebt und das irgendwie mit sich mitträgt. Ich fand das wirklich ganz, ganz toll erzählt. Die Liebesgeschichte, insofern das überhaupt eine ist, war für mich eher eine Kennenlerngeschichte mit ein paar Irrungen und Wirrungen, was mir auch unglaublich gut gefallen hat. Denn es ging eben nicht so gleich ins Eingemachte, oh, der sexy Nachbar und hui, das sind wir. Nein, es war tatsächlich, dass es erst so gar nicht im Vordergrund stand und eher so im letzten Drittel kam dieses Kennenlernen erst so ein bisschen in dieses Gefühl, oh, da ist doch ein bisschen mehr zwischen den beiden. Und das hat mir überraschenderweise unglaublich gut gefallen. Es hat mir auch nicht gefehlt. Ich brauche bei einem Wohlfühlroman nicht unbedingt eine Liebesgeschichte. Und ich fand überhaupt diese ganze Geschichte hat mich blendend unterhalten und ich war wirklich fasziniert da gesessen und habe gelauscht. Ich habe Nora unglaublich gerne gefolgt, wenn sie im Cornwall spazieren gegangen ist, was sie in ihrem Cottage gemacht hat, welche Bücher sie angesprochen hat, als sie dann mit Agatha Christie anfing. Ich habe das unglaublich gerne gehört, gelesen und es hat mir wirklich einen Spaß gebracht. Und ich war wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Ich habe mich entspannen können, ich habe mich wohlfühlen können. Und das ist ja genau das, was ich mir von einem Wohlfühlroman so ein bisschen verspreche. Und es hat mich total überrascht, wirklich sehr begeistert. Und ich finde, solche Hörbücher und Bücher sind natürlich sowieso immer das Beste, wenn man gefühlt keine Erwartung hat, weil man auch noch nichts von dem Buch gehört hat und es einen aber dann tatsächlich so anspricht. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Für alle, die Wohlfühlromane mögen, ist das wirklich eine Empfehlung. Von ihrem zweiten Buch, das ist dieses Dolce Vita, was dann in Italien spielt, hört man leider nicht ganz so gute Stimmen, aber dennoch werde ich da auf jeden Fall mal reinhören. Und ich freue mich jetzt auch schon auf den dritten Band, der, glaube ich, in der Provence spielt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und werde da auch mal Ausschau danach halten. Also ja, ich finde, die Autorin hat hier wirklich einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Hat mich wirklich gepackt und gefesselt. An der Sprecherin, vielleicht ist das beim zweiten Buch jemand anderen, das war nicht ganz so meins. Aber es hat der Geschichte jetzt nicht, würde ihr jetzt keinen Punkt abzugeben wegen der Sprecherin. Manchmal hilft ja eine Sprecherin einer Geschichte, aber in dem Fall würde ich sagen, die Geschichte hat auch ohne diese Sprecherin wirklich guten Job geleistet. Und von daher von mir wirklich volle Punktzahl, hat mir in diesem Genre unglaublich gut gefallen und war auch das, was ich am Wochenende so ein bisschen gebraucht habe. Ja, kann man, denke ich, ganz klar sagen. Am Sonntag habe ich dann mit dem kleinen zornigen Planeten begonnen, also gestern. Heute der zweite Leseabschnitt. Da werde ich auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen noch ein bisschen was erzählen. Da lesen wir ja, glaube ich, 13 Tage oder so dran. Also das dauert noch ein Stückchen, bis ihr da eine Rezension zu bekommt. Zudem haben wir jetzt im Leseclub zwar schon das Märzbuch ausgelost, da aber der Lesezeitraum direkt in die Leipziger Buchmesse fällt, werden wir erst im April wieder gemeinsam lesen im Leseclub.
Ist sonst ein bisschen blöd mit der Buchmesse, dass man sich da denkt, man müsste lesen oder dann fangen die einen an vorauszulesen, die anderen hinken nach und sonst hätten wir so früh anfangen müssen, dass das dann auch schon nicht mehr so richtig schön gewesen wäre. Von daher, wer sich da wundert, es wird jetzt im März kein Leseklub-Buch geben. Die Abstimmung ist dann für den April und da hat gewonnen The Hunger. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, ich glaube. Ansonsten habe ich die vierte Staffel von Netflix zu Ende geguckt. Ich habe ja in der Vorwoche damit angefangen und habe jetzt diese Woche weitergeguckt. Und man merkt, wenn man diese Staffeln hintereinander wegschaut, wie doch die vierte Staffel ein bisschen herausragt. Damit weder positiv noch negativ, sie ist einfach ein bisschen anders. Die Fälle sind um einiges intensiver, um einiges dunkler. Sie bringen unsere beiden Protagonisten auch wirklich so bis zum Rand des Wahnsinns, hätte ich jetzt gesagt. Man merkt, dass die vierte Staffel schon eine andere ist, dass sie wirklich auch sehr dunkel ist, sehr emotional ist. Viele Dinge passieren, mit denen man überhaupt nicht rechnet und ja, also ich das schon wirklich fast schon zu düster finde. Und besonders die letzte Folge ist wirklich eine Folge, wo ich fast durchgängig Gänsehaut habe, wo ich wirklich mitleide, mitfiebere und wirklich, das ist für mich wirklich spätestens am Ende, brechen alle Dämme und ich bin fix und fertig. Also es ist eine geile Serie, ich kann es nicht anders sagen. Ich liebe Sherlock und ich habe ja letztes Jahr sogar zweimal die beiden Staffeln geguckt. Dieses Mal jetzt schon im Februar zum ersten Mal wieder. Ich denke mal, dass es dieses Jahr auf jeden Fall noch einen Rewatch geben wird. Manchmal habe ich dieses Sherlock-Gefühl, es muss dann einfach sein. Und ich liebe das wirklich abgöttisch. Also ich merke, dass ich das wirklich, ich finde das einfach perfekt. Es gibt natürlich so ein, zwei Folgen, die irgendwie nur sehr gut sind. Und dann gibt es eben so diese Herausbrecher, die ich einfach grandios finde, wo ich vor Spannung da sitze und 1,5 Stunden im Nu vergangen sind. Also es ist total verrückt. Während man ja manchmal am Abend sagt, ach so, zu einem Film mit 2 Stunden habe ich jetzt doch irgendwie keine Lust. Aber eine Sherlock-Folge geht und das sind ja auch irgendwie 1,5 Stunden. Also manchmal ist der Kopf unberechenbar. Ja, so langsam wird es aber für mich Zeit, Game of Thrones re-zu-watchen. Ich möchte ja vor der 8. Staffel jetzt nochmal alle 7 Staffeln geguckt haben. Ich denke jetzt auch mal, dass spätestens, wenn der März hereinbricht, ich dann auch mit Game of Thrones starten werde und freue mich da auf jeden Fall auch schon drauf. Ja, das war es so im Groben auch schon zu der Woche. Ich habe ein bisschen Podcasts aufgeholt. Dazu wird es, glaube ich, in der nächsten Woche auch noch mal ein bisschen Video dazu geben. Ich habe noch mal 4 weitere Podcast-Empfehlungen für euch letzte Woche abgedreht. Ja, ich glaube, ich muss jetzt nachdenken. Auf jeden Fall ist das Video schon gedreht und wird dann auf jeden Fall in der Woche darauf folgend, also theoretisch ja sogar noch eine Woche später, aber ja, online kommen und vielleicht ist ja da der ein oder andere Tipp für euch dabei. Und ich glaube, ich habe jetzt auch in dieser Woche nichts weiter vergessen. Ich wünsche euch eine gesunde Woche, auf dass es auch mir bald wieder so richtig gut geht. Wenn jetzt der Frühling kommt und es auswärts geht, da ist das natürlich nicht schön, wenn man irgendwie kränklich rumhängt und das gar nicht so richtig genießen kann. Hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche und mich interessiert natürlich auch wieder, was ihr ein bisschen gelesen habt, ob ihr auch Podcast-Hörer seid, ob ihr gerade in einer Serie verfallen seid. Alles gerne in die Kommentare. Alle Infos findet ihr natürlich unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.